Hallo, ich bin Old Tom Morris. Begleite mich auf eine Reise zurück ins Jahr 1744, zu den Anfängen des modernen Golfsports. Es war ein bedeutsames Jahr in der Geschichte des Golfs, denn es war das Jahr, in dem die ersten offiziellen Golfregeln festgelegt wurden. Die Szene spielte sich im lebhaften Edinburgh ab, in Schottland, dem Geburtsort des Golfs. Hier, in den historischen Straßen, versammelten sich die Mitglieder des Gentlemen's Golf Club of Light. Diese Herren waren nicht nur passionierte Golfer, sondern auch Visionäre, die erkannten, dass das Spiel eine Struktur benötigte, einheitliche Regeln, die überall gelten sollten. In einem kleinen, gedrungenen Raum, erleuchtet nur von flackernden Kerzen, schrieben sie Geschichte. Mit Feder und Tinte formulierten sie 13 einfache, aber grundlegende Regeln. Der Ball am weitesten vom Loch entfernt wird zuerst gespielt. Dein Ball darf nicht vor dem Abschlag bewegt oder verändert werden. Der Ball muss aus dem Hindernis geschlagen werden, wie er liegt. Der Ball darf nicht aufgenommen werden, außer um seine Identität zu klären. Wenn der Ball aus dem Spielfeld geschlagen wird, muss ein Strafschlag hingenommen und von der gleichen Stelle ein neuer Ball gespielt werden. Wenn der Ball durch einen Menschen oder einen beweglichen Gegenstand gestoppt oder abgelenkt wird, muss der Schlag wiederholt werden. Bei einem Wasserhindernis darf der Ball herausgeholt und hinter dem Hindernis abgelegt werden, allerdings mit einem Strafschlag. Beim Abschlag muss der Ball innerhalb eines Clubkopfes von dem Loch entfernt sein, von dem zuletzt eingelocht wurde. Ein Ball darf nicht aus einem Wasserhindernis geschlagen werden. Wenn ein Ball unspielbar ist, darf er gegen einen Strafschlag ausgetauscht werden. Ein Ball darf nicht vom Grün geschlagen werden, bis der Ball davor eingelocht wurde. Der Ball darf nicht bewegt oder berührt werden, bis alle Bälle eingelocht sind. Hebe die Stöcke und Fahnen auf, sodass die nachfolgenden Spieler freie Bahn haben. Diese Regeln waren klar und präzise und bildeten die Grundlage für das faire Spiel. Sie waren mehr als nur Vorschriften, sie waren die ersten Schritte hin zu dem Sport, den wir heute kennen. Sie schufen ein Spiel, das nicht nur Fähigkeit und Präzision erforderte, sondern auch Fairness und Sportsgeist. Heute, über zwei Jahrhunderte später, stehen diese Regeln immer noch im Zentrum des Spiels, auch wenn sie sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und verändert haben. Sie sind ein Zeugnis dafür, wie aus einem einfachen Zeitvertreib ein weltweit geliebter Sport wurde. Wenn du mehr über die faszinierende Geschichte des Golfs erfahren möchtest, dann folge mir auf dem Fit for Par YouTube-Kanal. Abonniere den Kanal und ich werde dir noch viele weitere Geschichten aus der reichen Historie des Golfsports erzählen. Ich freue mich darauf, dich dort zu begrüßen. Bis bald, dein Old Tom Morris.